Ja, hallo, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Mechanisten endlich mal getroffen, sind aber im Kampf gegen seine Roboter draufgegangen. Weil halt noch relativ schwache waren. Und ja, wir gehen jetzt noch mehr rein. Und machen den fertig. Was? Okay. Halt, Messertäter! Du bist in mein Allerheiligstes eingedrungen und hast meine Roboter zerstört. Ja. Aber hier endet deine Schreckensherrschaft. Es gibt hier offenbar ein Missverständnis. Vielleicht sollten wir darüber reden. Das Commonwealth hat wegen dir mehr als genug Ungerechtigkeit erlitten. Stell dich der Macht des Mechanist. Meine rechtschaffenden Roboter werden... Klar. Und meine Waffe eigentlich ziehen. Okay. Gut, wie viel habe ich jetzt an Schaden aus dem 205? Das war mal Mentats. Weil wieder offensichtlich ein sehr langer Kampf hier. Hätte ich Mentats. 230 hat jetzt nicht so gebracht. Was? So wenig nur? Ach, das gibt nur. Oh. Scheiße, ich will töten! So, ich komme schon die. War hier kaputt. Ja, das müssen wir halt ja mal schaffen, ja. Sind wir schon kaputt, ehrlich? Das wird ein sehr langer Kampf hier, ne? Bringt auf jeden Fall. Ja, ich gehe mal nach oben und verpiss mich hier, ne? Also ich werde von hinten die ganze Zeit getroffen. Oh ja, das war knapp. Hat er auch? Übrigens all meine Sachen schon mal eingelagert in den Dock und ja, damit ich ja nicht überladen werde mit dem Kampf. Was? Der chillt einfach. Oh nein. Wäre so eine gute Idee, ist, weiß ich nicht, aber ich habe ja in Richtung Speicher gemacht. Was? Oh nein. Ich explodiere gleich, ne? Ja, super, dann jetzt. Ja, da ist meine ganze Strategie vernichtet. Oh. Oh, pass mich nicht an. Oh. Ja toll, jetzt habe ich da gespeichert. Geil. Warum hat der nicht den Links geschossen? So, ich bin immer noch in Zeit. Was soll das? Warum kann ich nicht schießen? War er nicht nachgeladen oder was? Oh, ey. Das Spiel muss schon funktionieren, damit ich auch gewinnen kann, ja, ne? Der ist echt nicht nachgeladen. Na toll, jetzt will ich gleich sterben. Oh! Oh. So. So, speichern wir mal hier. Boah. Ich will gerne aus dieser Ecke hier raus. Natürlich meine ich nicht dich, Sparks.
Oh Gott. Autsch. Selbstmord, Augenbots, ehrlich? Warte mal. Mein Dingens noch planen. Aber ich glaube, du hast deine Situation noch immer nicht völlig verstanden. Ja, ich weiß. Ich will ja dich eigentlich erledigen. Soll ich mal dich erledigen? Was kann ich das? Halt den Mechanist auf. Ja, ich will ihn aber ungern töten. Sieh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Warum? Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwendung. Aha. Persönlich, ich sehe es. Aktiviere den Tesla-Strom. Ehrlich? Mein Gott. Der Bosskampf hat ja schon Borderlands-Standards hier. Bevor du da rauskommst, ne? Mach ich dich lieber platt. Aber wenn ich dich nicht treffe, aus irgendeinem Grund. Die Waffe ist so geil. Wenn wir jetzt, das nehme ich mir wieder auf. Ich glaube, wenn ich getroffen werde oder so. Nein! Nein! Das war der Todessound. Was ist denn jemand? Ja, ich habe es bis jetzt irgendwie überlebt, also. Was hier? Oh, cool. Ja, toll, jetzt hat er noch ein paar AP. Ist ja richtig geil. Wo ist der? So gerade deine eigenen Minen aktiviert. Ich mach das so geil. Nein. Ich muss mir unbedingt ein paar Stimpacks holen nach diesem Kampf hier. Oh, was war da? Oh, das ging schnell. Bring sie rein, Spaß. Wir haben immer noch einen Fatman, ne? Dann kommen sie nicht so schnell hin. Ah. Wahrscheinlich hätte ich das alles beenden können, indem ich ihn als erstes angegriffen hätte, ne? Aber... Oh nein. Und wie setze ich einen Fatman ein? Sieht schon wieder so aus, als würde es Ärger bedeuten. Ja. Unterwegs.
Wenn ich noch lebe, ne? Da kommt schon der nächste, ehrlich. Du bist noch links, okay. Hey, ich komme mir vor, als würde ich Borderlands spielen. Aha! Diese langen Kämpfe, ey, oh Gott. Oh Mann, echt. Ich hing da irgendwie an so einer Ecke fest. Wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt schon hab. Das ist doch Wahnsinn. Oh nein, ich schon wieder. Ich bin noch hier, aber verdammt. Alter. Boah, warum bin ich das Scheißteil am Nachladen? Gut, der mir ein bisschen hilft, der Mechanist. Kritischer Stromausfall steht bevor. Verdammt, das war, glaub ich. Alles, was du hast. Alles. Schalten wir sie aus. Mach dich wohl wieder bereit. Was? Hier ist Spyro. Sogar gelacht. Aha. Oh, nicht gut. Was? Mehr Minen. Aha. Ja, mehr Minen, bitte. Oh, einmal musste das ja passieren. Ich wusste es. Soll ich mal darauf umsteigen, wenn ich davon verbessertere Version finde? Das sah nicht so aus, als würde so viel aushalten. Zieh den Fat Man! Oh nein! 17 Stimpaks, oh mein Gott. Ist diesen Stromausfall. Ist ja doch schneller runter, verdammt. Das heißt, die Roboter schalten sich dann aus. Ah, die verrecken alle sehr gut. Bring den Strom wieder zum Laufen, Sparks. Dann den Notfallstrom. Was geht, na? Schurke,
Hör mir einfach zu. Von Angesicht zu Angesicht. Nun gut. Ich höre dir zu, aber nur zum Wohl des Commonwealth. Komm her, Spaß. Aha, gut. Das war ein Kampf. Das war irgendwie jeder einzelne Bosskampf in Borderlands. Okay. Habe ich irgendwas, was mein Charisma erhöht? Ich sehe doch, kommen, dass hier noch einige Herausforderungen kommen. Wenn ich das hier schon machen will. Ich möchte den ungern töten. Ich glaube, ich habe jetzt was Charisma erhöht. Traumen, Watt, 5. Nehme ich. Wussten Sie das? Wiederholte Kerneinnahme, schwere Gesundheit. Lass uns das freundschaftlich besprechen. Wer bist du? Meinst du nicht, dass du langsam deine Maske ablegen solltest? Du hast recht. Was? Ich bin Isabel Cruz. Der Mechanist war für mich nur eine einfache Möglichkeit, dem Commonwealth zu helfen. Aber trotz all meines technischen Wissens, all meiner Ressourcen, bin ich dennoch gescheitert. Wie soll das Commonwealth nur Hoffnung haben, wenn es Menschen wie dich gibt? Du hältst mich hier für den Feind? Ich habe deine Roboter zerlegt, ja. Aber das sind nur Maschinen. Deine Roboter töten da draußen echte Menschen. Nur Menschen, die das Commonwealth bedrohen. Sie würden einer unschuldigen Person nie etwas antun. Die Roboter sind zum Beschützen programmiert. Ihre Subroutinen sind eindeutig. Beobachten, evaluieren und entsprechend reagieren. Der Test war gründlich. Ich habe alle Szenarien durchgeführt. Alle haben bestanden. Sie interpretieren ihre Befehle falsch. Ich mein Ding ist mitgenommen. Dein eigenes Robohirn sagt das. Sie retten Menschen, indem sie sie töten. Nein, ich glaube dir nicht. Sie können ihre Programmierung nicht ändern. Und die besagt, dass sie Leute retten sollen, nicht töten. Hör auf, die verdammten Zahlen anzuglotzen und schau dir lieber mal das Commonwealth genau an. Ich muss nachdenken. Du musst mir glauben. Angesichts der Vorkehrungen, die ich getroffen habe, hätte es jeder für sicher gehalten. Wie kannst du nicht wissen, was sie tun? Du musst doch eine Möglichkeit haben, sie zu überwachen. Meine Bots haben nie gegen ihr Protokoll verstoßen. Ihre Daten zeigen lediglich, dass Feinde eliminiert wurden. Mach die Augen auf. Diese Roboter töten unschuldige Menschen. Unschuldige Menschen? Nein, ich glaube dir nicht. Sie können ihre Programmierung nicht ändern. Und die besagt, Gott, dass sie Leute retten sollen, nicht töten. Hörst du mir überhaupt zu? Sie retten Menschen, indem sie sie töten. Ich höre zu, ich verarbeite das nur. So viele Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen. Und die Daten, sie meldeten immer getötete Feinde und gerettete Leben. Nein, das, die Logik, sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirn lag, an einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht, die oberste Direktive war fehlerhaft. Jetzt kennst du die Wahrheit. Deine Roboter sind gefährlich. Jemand musste sie aufhalten. Der Held wurde unbewusst zum Schurken. Ich wollte dem Commonwealth helfen. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Ich fand diesen Ort hier und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Aber wie wurde sie zum Mechanisten? Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Raus damit. Warum die Maske? Was hat es mit dem Mechanist auf sich? Ich bin nicht gut mit Leuten. Der Mechanist war eine Möglichkeit, da draußen tätig zu sein, ohne wirklich draußen auftreten zu müssen. Aber du lässt mich gerade ganz schön zappeln. Ich kann das alles ändern. Ich brauche nur eine Chance. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich möchte nur, dass du und deine Roboter damit aufhören. Okay. Ist so gut wie erledigt. Und du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Und auch sonst niemand im Commonwealth. Hier, nimm das.
Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Okay. Sag mir aber immer noch nicht. Sie ist aber nicht der gleiche Mechanist aus dem dritten Teil. Hey. Ich hätte gründlicher sein sollen. Okay. Ich würde sagen, die Roboter werde ich hier offscreen einsammeln, während ich hier erstmal fertig mache. Okay. Cool. Sieht aus wie so ein paar Affen, die an so Dingens. So ein paar Terminals rumfuchteln. Isabel, okay. Klar, schieß los. Oh, gut. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben, als eine Art Versprechen. Mechanist-Anzug? Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Sehr geil. Mein Gott, hat der eine geile Verteidigung. Charisma und Intelligenz, geil. Du willst das wirklich nicht mehr? Nein, es ist ein Teil der Vergangenheit, den ich vergessen möchte. Ich muss nach vorne schauen. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Sicher. Super. Mal sehen. Ja, ich empfange ein Signal. Sei vorsichtig. Ach, sind Dingens, ist das so wie Dingens hier, oder was? Wo ich einfach nur... Ja. Ich nehme nur den mal. Ich weiß auch nicht, dass ich hier neue Mods oder so finden werde. Aber naja. Immer noch im Schnelldurchgang hier als looten. Gehen wir nochmal zurück zu Ada und geben die Mission ab, würde ich sagen. Ja, den Rest müssen wir ja wahrscheinlich irgendwann mal erkunden. Gut. Wenn anders mal erkundet. Ich gehe jetzt erstmal hier raus. Kann ich da einfach raus? Ich glaube ja, ne? Wahrscheinlich waren da noch voll die geilen Sachen und so, aber... Lass mal erstmal raus die Mission beenden. Und den Part beenden, damit ich weiß, ich kann ja durch die Gegend laufen wieder und Sachen machen. Vielleicht werde ich offscreen hier alles noch erkunden und so. Mal schauen. Vielleicht kriege ich ja noch ein Level up, damit ich nochmal Strahlung, Fusionskerne erhöhen kann. Damit ich damit länger rumlaufen kann. Ich nehme an, ja, das vom Mechanist hier, die Mission, war jetzt einfach nur hier sowas, so wie bei dem Minuteman. Ja, wir haben da wieder eine potenzielle Siedlung und so entdeckt. Nur halt für Roboterteile jetzt, ne? Gut. Dann. Halt schneller. Extra so ein Zeichen hat. Gut, jetzt gehen wir zu Ada zurück, reden mit ihr und beenden die Mission hoffentlich. Ja. Werde ich offscreen vielleicht noch an meinen Robotern weiterbauen und so mal gucken,
Na, weiß ich nicht. Gehen wir entweder im Mechanist hier die Basis nochmal ein bisschen erkunden oder so, oder ich mach das offscreen. Und dann mal schauen. Vielleicht ist bis dahin schon das nächste DLC da draußen. Ansonsten machen wir irgendwas anderes. Und so weiter und so fort, ne? Wisst schon. So, boah, jetzt wollen die schon wieder Hilfe. So, ich will erstmal meinen Erfahrungsbonus holen. Vielleicht kriege ich ja noch ein Level ab. Ada? Schön, dass Sie wieder da sind. Ist alles wie gewünscht gelaufen? Ich habe ihr die Augen geöffnet. Sie tritt ab. Also war der Mechanist tatsächlich fehlgeleitet. Hat sie ihre Motive und Hintergründe preisgegeben? Sie wurde von ihrer eigenen Logik getäuscht. Sie dachte wirklich, dass sie Menschen rettet. Ein biologischer Unsicherheitsfaktor. Unglaubliche Unwägbarkeiten. Sie hat sicher gewusst, welches Risiko sie da eingeht. Vielen guten Menschen brachte der Mechanist Schmerz und Tod. Eine Schande, dass ein so genialer Geist wie der ihre solche Gräueltaten ermöglicht hat. In ihrem Herzen ist sie gut. Sie hatte einen Fehler gemacht, einen großen. Und mit dieser Schuld wird sie leben. Ich verstehe Schuld auf gewisse Weise. Das ist zwar nicht die erhoffte Gerechtigkeit, aber es wird reichen. Dennoch weiß ich, dass der Tod meiner Freunde dazu geführt hat, dass das Commonwealth jetzt sicherer ist. Hätten wir die Roboter des Mechanist nicht aufgehalten, wäre der Schaden sicher enorm gewesen. Dies hätte jeden Fortschritt hier aufgehalten, wenn nicht sogar rückgängig gemacht. Dank dieses Wissens verzeichne ich endlich Gefühle von Zufriedenheit und Erfolg. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Natürlich. Alle Roboter-Mods freigeschaltet, was? Okay. Das ist auch mal geil. Gut, dann können wir ja den Part hier beenden. Ich werde wahrscheinlich offscreen hier wieder meinen rummeckernden Leuten hier helfen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.